In die Zeit um 1200 nach Christus versetzt wurden die Besucher des ersten mittelalterlichen Marktes am Haus Fisbeck in Dülmen. Mehr als 100 Akteure stellten Lagerleben und früheres Handwerk vor. Die Idee, einen solchen Markt am Haus Fisbeck zu veranstalten, hatten Hausbesitzer Roland Markert und Mittelalterkenner André Peter. Also wir machen ja normalerweise am 4. Advent den Weihnachtsmarkt, die Fisbecker Lichter hier. Und beim letzten Mal, beziehungsweise vorletzten Mal, haben uns schon einige Leute angesprochen. Das wäre eine schöne Kulisse bei uns für einen Mittelaltermarkt. Heute auf diesem erstmaligen, da stattfindenden Markt sind etwa 130 Akteure, rund 60 Zelte und ich glaube 17 Abdächer aufgebaut worden. Lagerstätten mit Tierfell, Feuerstellen und passendes Geschirr. Alles sollte möglichst authentisch aussehen und einen Eindruck vermitteln, wie es früher war. Moderne Technik kommt nicht zum Einsatz. Ja, da wir alle in den Zelten schlafen, ist es natürlich morgens erstmal so, dass man aus dem Zelt krabbelt sozusagen, erstmal das Feuer wieder entfacht, Wasser aufsetzt, das ist meistens so das Erste am Morgen. Dann beginnt man langsam zu frühstücken, was sich natürlich alles etwas in die Länge zieht, weil man kann sich vorstellen, wir können keinen Wasserkocher anstellen. Das dauert einfach alles etwas länger. Man macht sein Tageswerk, räumt das Zelt auf, räumt das Lager auf, dann wird irgendwann Mittag gekocht und so geht es dann eigentlich den ganzen Tag weiter. Kleidung und Schmuck im mittelalterlichen Ambiente fertigt Astrid Brinkbäumer aus Habigsbeck. Ich mache das jetzt seit fast 4 Jahren, Mäuschen, lass mal. Das mache ich seit fast 4 Jahren und zu Anfang immer auch nochmal mit zugekauften Sachen. Inzwischen mache ich fast alles selber. Ich versuche das immer an die einzelne Person anzupassen, weil eben Standardkleidung kann man auf vielen großen Märkten kaufen. Gerade auf den kleinen Märkten finde ich es aber schöner, wenn es wirklich ja, was Individuelles ist. Das Bogenschießen, eine Sportart, die sich bis in die heutige Zeit erhalten hat. Hier konnte jeder seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Daneben eine Greifvogelschau, eines der Highlights des Marktes. Die Mitglieder der Gruppe Eulenbaum und Federspiel erklärten das Verhalten verschiedener Greifvögel am lebenden Objekt. Wir haben heute 7 unserer Greifvögel dabei. Der eine Habicht ist noch zu Hause geblieben, der kommt dann morgen mit. Wir erklären unsere Tiere und die Besucher können hier in den Nahkontakt gehen. Unsere Tiere werden zum einen umweltpädagogisch eingesetzt, im Jagdbetrieb und auch als Therapietiere. Gegen 15 Uhr dann ein weiterer Höhepunkt. Akteure aus verschiedenen mittelalterlichen Epochen treten zum Kampf an. Einer davon Patrick Sanders aus Lüdinghausen. Er stellt einen Templer-Sergeanten dar. Ja, ich mache das jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren. Rüstung, kann immer mal was passieren. Bauchflecke hat man eigentlich sowieso immer. In voller Ausrüstung zu kämpfen, zehrt an den Kräften der Akteure. Auch das Blickfeld ist durch den Helm stark begrenzt. Im freien Kampf stellten die Kämpfer ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Verletzungen gab es dabei nicht. Das sonnige Wetter lockte auch am Sonntag viele Besucher auf den Mittelaltermarkt am Haus Fisbeck. Die Veranstalter wollen in den nächsten Tagen die gemachten Erfahrungen auswerten und überlegen, ob und wann die Veranstaltung wiederholt wird.